Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybounce. Tja, also, es sind ein paar Sachen passiert. Ich bin ein bisschen mad, denn ich wurde in der Warzone getötet. Ich kann nicht meckern, das war ein faires 1 vs 1, na gut, nicht unbedingt fair, denn es war Godstuff gegen Immortal-Zeug. Ich hatte es auch aufgenommen, denn ich wollte eigentlich einen Zusammenschnitt als 3000 Abo-Specials, als einen Zusammenschnitt aus Skydrops, aus 30 Skydrops, als 3000 Abo-Special machen. Und ja, beim zweiten Skydrop, beziehungsweise beim ersten schon, kam mir Sahil Fugi in, oder wie auch immer man es ausspricht, ich weiß immer nie, wie man die Namen aussprechen soll, in die Quere. Hat mich schon fast getötet und danach habe ich meine Ersatzrüstung rausgeholt und dann kam er nochmal, ich bin an einen anderen Spot gerannt, kam er nochmal und hat mich auch wieder getötet und beziehungsweise hat mich dieses Mal komplett getötet. Ich hatte mein Godsword gesoulbounded, das kann ich euch noch zeigen. Dieses Soulbound ist dabei leider verloren gegangen und jetzt bin ich hier gerade auf der Insel von Alpha Tim und er hat mir ein Lumberjack 10 Buch gegeben und ein Ultra Strength Potion. Der Ultra Strength Potion ist unglaublich krass. Er hat mich auch gefragt, ob ich ihn grüßen kann. Er heißt Tim. Also hier bist nicht nur gegrüßt im Video, bist sogar drin. Hallöle. Und ich würde sagen, das kann ich nämlich jetzt sehr gut verwerten, denn ich habe gerade generell hier richtig Pech auf Skybounce. Abgesehen davon, dass ich gerade eben mit Full Immortal gestorben bin und ich jetzt schon wieder nur noch einmal Full Immortal habe. Und schon wieder kein Enderbaum mehr und so weiter. Nur noch das bisschen hier. Habe ich noch zwei geile Sachen. Einmal seht ihr hier der Overpowered Bow. Stärke 10 Infinity, Velocity 3 Headshot. Der ist ultra geil. Das ist der stärkste Bow, der überhaupt hier existiert. Und ich habe den noch ein bisschen upgegradet. Wenn du ihn findest, dann hat er nur Stärke 10. Und jetzt müsst ihr euch mal angucken, wie krass der ist. Damit two-shottet man den Iron Golem. Der macht etwa 30 Attack Damage. So, Headshot. Headshot. Bam. Er ist einfach tot, der Iron Golem. Und das macht so Spaß. Man konnte ihn halt auch richtig easy leveln, weil man da stehen musste. Einfach hier, Iron Golem. Shot. Man macht ihn sogar ohne Headshot. Two-Hit. Na gut, beim Iron Golem macht man irgendwie gefühlt immer einen Headshot. Aber es geht auch ohne. Müsste eigentlich gleich zu sehen sein, wenn irgendwann mal ein Iron Golem irgendwo so hier dort vorne spawnt. Man kann damit auch richtig cool Bow spammen. Boah, ich habe auf die Füße geschossen. Hier. Was? Wo ist denn das ein Headshot gewesen? So, hier bei dem zeige ich es jetzt. Okay, man braucht doch einen Headshot. Gut, damit könnte man jetzt zum Beispiel ausrechnen. Ich kann ja dann mal testen, so spaßeshalber, wie viel man dafür jetzt genau braucht, wie viel Leben der abzieht. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht in der Folge machen kann. Ob ich das jetzt noch mitmache, muss ich erstmal gucken, ob ich denn hier einen Kürbis habe. Ja, hier sind welche. Und ob man hier, ob man hier Iron Golems erschaffen kann. So, außerhalb von Spawnen meine ich. Dann teste ich das mal. Eine andere Sache noch, während ich das vorbereite, ich habe meine Spitzhacke gefunden. Und die Spitzhacke, die ist richtig krass. Effizienz 5, Haltbarkeit 6, Glück 6, Upgrade 10, Autosmelt und Magic Touch. Und die Easter Pickaxe. Das ist, besser geht es nicht. Also, es geht wirklich nicht besser. So. 1, 2, 3, 4, dann den Rest wieder reingetan. Ihr seht übrigens, ich farme hier drüben gerade schon. Und hier sind die ganzen Ore-Seeds. Und ich habe hier schon fast eine Doppelchest. Naja, was heißt fast eine Doppelchest? Also schon eine Chest Dia-Blöcke. Und so etwa 20 Stacks Emerald-Blöcke. Ha, herrlich. Mehr kann einer schaffen. So, dann gucke ich mal, wie viel Schaden macht der Bogen. Jetzt muss ich zählen, wie viel Hits ich brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ha, wie ich es mir dachte, 60 Schläge, das heißt 30, beziehungsweise das heißt, dass der Bogen 20 Attack Damage macht, das heißt, der mit 20 Attack Damage ziehe ich mit diesem Bogen 2 Reihen Herzen ab. Und das heißt, mit Headshot ziehe ich 4 Reihen Herzen ab. Und das heißt, der Bogen ist einfach oberkrass. Außerdem hat es einen positiven Effekt, dass ich den Leuten, die es noch nicht konnte, jetzt das Zählen bis 60 gelernt habe. Also, ja, es hatte nur Vorteile, dass ich das jetzt gezählt habe. War auch nicht irgendwie langweilig, nein. Unglaublich sinnvoll und toll. Und gut, jetzt weiß ich, dass der so viel Attack Damage macht. Hier seht ihr jetzt nochmal mein Godsword. Vorhin stand hier noch unter den XPs, dass es ein Soulbound Life hat. Das ist jetzt wieder nicht mehr der Fall, weil ich halt damit gestorben bin. Und ja, deswegen bin ich noch ein bisschen mad. Ich werde euch jetzt hier auch mal diesen Kampf einfügen. Nicht wundern, dass ich da so ein bisschen aggressiv war, weil der Typ irgendwie nie runtergeflogen ist, aber ich irgendwie immer. Ich weiß auch, dass ich nicht gut in PvP bin. Das müsst ihr mir jetzt nicht nochmal in die Kommentare schreiben. Habe in den letzten Video immer so viele Sachen gesehen, dass ich nicht gut in PvP bin. Ich weiß das. Ich übe auch auf Temolia und spiele da PvP und trainiere. Aber deswegen werde ich nicht gleich unglaublich schnell, unglaublich viel besser. Und es gibt nichts Ungünstigeres als unter, oder beziehungsweise provozierenderes, als unter das Video, in dem ich gestorben bin, zu schreiben, dass ich schlecht in PvP bin. Also das habe ich dann entweder schon gemerkt oder ich bin so ignorant, dass es mich eh nicht interessiert. Also zweitens ist jetzt eher nicht der Fall. Also ich weiß das. Also hier viel Spaß bei dem Kampf. Da mir momentan das Geld fehlt, meine Rüstung zu reparieren, muss ich dann einfach mein Ersatzzeug hier aus der Ender Chest anziehen. Die habe ich übrigens mal komplett aufgeräumt. Und ihr seht, da sind ein paar Sachen drin. Einmal hier mein Grinding Sword, hier ist noch ein Lumberjack. Oh, jetzt habe ich die schon gezeigt. Ansonsten hier noch so ein paar Sachen. Hier ist ein Angry Miner drin. Und ich sehe gerade, hier ist noch ein Skydrop. Das heißt, ich ziehe mal aus. Gönne mir mein Ersatz-Immortal-Zeug. Zack, 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 zack. Tu das hier wieder rein und geh nochmal in die Warzone. 1, 2, 3. Dispels, OP-Gold-Äpfel, Flash-Heals, Bad-Bombs, Expels. Ich habe natürlich jetzt keine Enderperlen, aber ja, also einerseits habe ich das aufgeräumt, andererseits habe ich auf meinen Easter Eliminator, meinen Godsword, einen Soulstone draufgepackt. Das hat insgesamt 7 Millionen gekostet. Echt übertrieben krass, wie viel das kostet. Also der Kauf des Stones und das Draufpacken insgesamt 7 Millionen. Dafür habe ich auch schon ein bisschen was von den Emerald-Vorräten verkaufen müssen. Aber es ist jetzt einmal Soulbounded. Das heißt, ich kann damit bedenkenlos in die Warzone gehen, ohne dass ich es verliere, beziehungsweise verlieren kann. Wenn ich es verliere, dann komme ich es halt wieder. Voll logisch. So. So. Der hatte die Kiste gelootet. Okay. Da war eine Orseed-Box drin für 10. Okay, das ist schon mal ganz nice. 10er Orseed-Box kann man immer gebrauchen. Inzwischen kommen schon die ganzen Leute online. Inzwischen sind es schon wieder 103. Als ich am Anfang, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, gejoint bin, waren es noch 88. Ja, komm schon, jetzt hier dran. Common Enchantings. Ich nehme erstmal alles mit. Oh Gott, hier ist schon wieder Seilfugil. So. Ich habe noch wenige Schüsse mit dem Enderbomb. Oh oh. Ich probiere nochmal denselben. Ich habe einen verhauen. Verdammt. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so günstig. Ach du Gott. Der macht meine Rüstung ja richtig hart. So. Okay. OP-Gold abflissen. Das Schaffeln ist echt mies. Ah, oh, meine Güte. Komm. Jetzt. Rad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 
Mann! So, schnell mal Rage auswählen. Jetzt Rage. Go, go, runter mit ihm. So, jetzt nochmal Expe. Boah, wieso fällt der denn hier runter? Fall doch mal runter, Mann. Boah, ich bin einfach dauerhaft gestunt. So. Go. Hey, wieso hat jetzt zum Beispiel der Ex-Pill nicht funktioniert? Das check ich nicht. Ich glaube, ich muss nochmal einen OP-Goldapfel essen. Irgendwann muss dem seine Rüstung doch auch mal low gehen oder so. Ich glaube, ich renne jetzt erstmal ein bisschen. So, er hat nach da geworfen. Das heißt, ich gehe nach hier. Immer aufpassen, dass er einem nicht mit dem Bogen treffen kann. Gleich kommt er wieder mit einer Enderperle hier. Ah, verdammt, jetzt hat er mich wieder mit dem Bogen getroffen. Gleich kommt seine Enderpearl an, genau. Dann kommt von mir nochmal eine Bad Bomb. Von ihm auch, aber ich habe Dispel. Und jetzt... Ah, verdammt! Mann! Fast. So, Flash Heal. Mann, fall doch mal runter! So, nochmal Flash Heal. Nee, kann ich nicht. Wo ist er hin? Jetzt fliegt er runter, genau. Flieg runter, verdammt. Was ist denn das? Warum fliegt der Typ nie runter? Oh, Skydrop. Warum kann ich ihn nicht essen? Hallo? Warum kann ich ihn nicht essen? Jetzt, ha, bam. Boah. Expel. Hä, flieg doch mal weg, Mann. Was ist denn das? Expel. Hallo? Wäre dieses... Warum fliegst du nicht weg? Ich flieg natürlich weg, ist klar. Okay, ich glaube, ich gehe down. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich down gehe. Ich habe noch ein... Nein, bisschen mehr Schuss noch mit dem Enderbow. Das heißt, ich... Okay, jetzt habe ich mich hier ziemlich gerippt. Expel. Jetzt. Oh, Mann. Verdammt, flashy gejust. Ja, gut. Ich glaube, irgendwas von mir ist gerade broke gegangen. Denn ich bekomme Ultra Damage. Ja, jetzt bin ich RIP. Ha. Okay, Tank 5 kaputt gegangen. Alter. Mann. Ich bin entweder gestunt oder irgendwas anderes. Ja, RIP, ich bin jetzt down. Expel kann ich noch nicht usen. Oh, can you use now? Toll, das bringt mir ja was. So, jetzt, go. Oh Mann, Dispel. Go, Enderpearl. Nein! Okay, damit bin ich jetzt endgültig down. Ich habe keine Rüstung mehr. RIP. So, ich hoffe, euch hat diese Fight gefallen. Ich bin dann halt am Ende gestorben. Ich hatte nicht wirklich eine Chance. Er war halt Gott equipped. Ich war nur fully mortal mit Godsword. Ich hatte einfach keine Chance, aber es war ein fairer Fight. Kein 8 vs 1 oder sowas, sondern halt ein 1 vs 1. Nun gut, wie gesagt, es war nicht unbedingt fair, weil es halt God Equipped gegen Immortal war. Aber es war zumindest nicht ehrenlos. Ja, ehrenlos passt da ziemlich gut als Begriff. Ich bin deswegen zwar trotzdem ein bisschen mad, aber na gut. Ich werde drüber hinwegkommen.
Aber viel mehr mad bin ich eigentlich darüber, beziehungsweise über die Tatsache, dass ich dadurch meinen Soulstone verloren habe. Und noch viel schlimmer ist eine Sache, die ich gar nicht zeigen konnte in dem Video, weil ich das vorher schon wieder verloren hatte. Ach nee, nein, warte, ich glaube, ich hatte das letzte Video gezeigt. Ja, stimmt, hatte ich. Und zwar meine Farming-Axt, mit der ich dann Konfetti und so farme. Hier oben seht ihr die Köpfe, die ich hier habe, sind ein paar. Und diese Axt, die ist bei mir gestern einfach weggebuggt. Das heißt, ich muss mir nochmal machen. Und zwar war Folgendes passiert. Es war Skydrop, ich bin mit ein paar Mates in der Warzone gewesen. Und dann waren da halt zwei Leute in voller Lederrüstung. Ich dachte so, okay, ich brauche gerade Konfetti und Köpfe, also greife ich die an. Hab den ersten getötet. Mein Inventar war ziemlich vollgemüllt. Hatte halt Lederzeug und so Essen und alles Mögliche dabei. Und dann kam der andere an. Und den habe ich einmal gehittet. Danach war er aber noch nicht tot. Also habe ich ihn weiter verfolgt. Und habe ihn dann bei meiner Axt Toss geused. Ihr wisst, das ist das hier, wo die dann so wegfliegt. So, habe ihn getötet mit Toss. Und dann war mein Inventar voll. Meine Axt lag auf dem Boden, dann machte es plopp, aber die Axt kam nicht etwa zurück in mein Inventar, sondern war komplett weg. Ich habe davon leider keine Aufnahme, sonst hätte ich das als Bug reported und vielleicht zurückbekommen. Oder ich weiß nicht, wie das da gehandhabt wird, wenn sowas passiert, denn das soll ja garantiert nicht so sein. Ich hatte leider keine Aufnahme, aber ich habe den Bug auf jeden Fall gemeldet in den Foren. Falls das auch jemandem passiert ist, kann er das ja mal in die Kommentare schreiben. Dann sind wir nicht, beziehungsweise bin ich nicht allein. Und ich würde sagen, jetzt gucke ich hier nochmal ganz kurz, was ich hier von alles Sparkle nicht. Aber diese ganzen Protection 2 und 3 Sachen, die brauche ich ja alle nicht wirklich. Die kann ich dann alle in den Blacksmith tun. Und mir dann die Sachen rausholen. Außerdem hier die ganzen Schrott-Enchantings. Okay, Guillotine 10 jetzt nicht. Das sind nämlich die Sachen, die ich jetzt auch gleich wieder auf die Axt draufpacken werde. Noch irgendwelche Schrott-Enchantings. Hier ist nochmal Lumberjack, lol. Guillotine 5, Sieve 8. Ja gut, das sind jetzt keine Schrott-Enchantings. Hier Backstep 2. Braucht kein Mensch. Berserker behalte ich. Schutz 1, Eisenhelm. Braucht niemand hier. Das braucht niemand. Ich muss unbedingt hier mal meine ganzen Kisten ausleeren. Die sind so voll gemüllt mit allem Möglichen. Da ist einfach an derselben Stelle auch Sieve 8, oder? Ne, fast an derselben Stelle. Fast. So, hier nochmal Schutz 1, Protection 2. Na gut, Tank 5 hebe ich mal auf. The Baron hebe ich mir auch mal auf. Ansonsten Unbreaking 1 braucht niemand. Schutz 3, Stiefel aus Eisen braucht auch niemand. Evasion 5 behalte ich mal. Unbreaking 2 brauche ich auch nicht. Jetzt mache ich es mal. Blacksmith. Gibt es dafür eigentlich auch einen Kürzel? Ich habe in der letzten Folge erfahren, dass es da Kürzel gibt beim Alchemist/ACL. So, zack, einfach mal alles gealchemized. Ne, geblacksmithed. Guck nochmal, hier war noch irgendwo was. Schutz 3. Das behalte ich mal. Schutz 4. Hier ist nochmal Schutz 3. Schutz 3. Schutz 2. Schutz 2. Gut, hier bei denen habe ich schon geguckt. Nein, warte. Hier ist nochmal Protection. Egal, ich muss es nochmal blacksmithen. Zack. Zack, zack. Okay, dann habe ich jetzt das. Dann nochmal hier rein, rein, rein. Zack. Lol, einfach nur 14 Dias rausbekommen. Oh, hier ist noch eine Hose, die habe ich vergessen. Krass, ein Dia. So, ansonsten save ich hier mal schnell Guillotine 10 und Lumberjack 10. Das Lumberjack 10 kam ja von diesem Tim. Und ja gut, ein Stack Dias. Geht so. Und jede Menge Bücher. Und die werde ich mir jetzt erstmal angucken und danach zu Dust verarbeiten. Es sei denn, ich finde hier noch irgendwo was in der Kiste. Also ich räume jetzt hier einfach erstmal komplett aus. Brauche ich nicht. Das behalte ich mal. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Weil hier echt so viel Schrott drin ist. Schutz 3. Okay, das behalte ich mal lieber. Die auch. Was ist das hier? Shatter 5. Ja, behalte ich mal.
brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hier vielleicht noch was. Ja, hier ist noch was. Nochmal, letztes Mal slash Blacksmith. Das ganze Zeug hier reingepackt. Zack. Bekommen sogar Item XP. 16 Stück. Das ist doch mal krass. Also 16 Item XP. Boah, also ich bin begeistert. Nun gucken wir mal. Irgendwas Gutes bekommen. Vermutlich nicht nur so Protection 1 Sachen. Ja, slash Alchemist. Und dann tue ich die jetzt alle rein und verarbeite sie einzeln zu Dust. Mal gucken, ob ich überhaupt genug Money habe. Alles klar, aus dem kam einfach... Alter, das ist ja ultra billig. Ich glaube, das ist viel... Ich glaube, ich gebe hier mehr Geld aus, als ich insgesamt an Dust-Wert rausbekomme. Also ich glaube, so viel ist das nicht mal wert, was ich da jetzt rausbekomme. Wie ich jetzt ausgebe. Ich meine, ich habe jetzt hier 20.000 ausgegeben. Ich habe jetzt noch 1,4k und nicht mehr genug Geld, um das Zeug zu alchemisen. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Money machen. Das, was ich hier gerade erfarmt habe, muss ich jetzt leider erstmal verkaufen gehen, damit ich das Geld habe. Aber ich schaffe das schon noch mit der Doppelkiste voll. Ach ja, übrigens, mein Opening, was ich hier habe mit den Arcane Charts, da bin ich inzwischen schon bei 55 und mir wurde gesagt, dass der Genesson ein 106 geöffnet hat. Das im Titel nur einfach 100 steht, weil mir steht halt nicht 106 da. 100 ist halt eine schönere Zahl, also mache ich einfach 107 Opening. So, jetzt wieder Alchemist. Habe ich 1,1 Millionen. Das geht doch. Jetzt den Rest hier. Alchemisen. Wow. Wir haben fast einen Stack Lesser Arcane Dust bekommen. Ja, das ist doch mega krass. Nicht. Ansonsten hier ist jetzt meine Wretched War Axe. Die werde ich dafür nehmen als Grundlage für die Farming Axe, sage ich das, nenne ich das jetzt einfach mal. Und zwar kommt da erstmal runter Konfetti. Ah, verdammt, ich brauche XP Level. Nehme ich einfach mal hier meine 50.000. Passt schon. Einfach erstmal alles reingeballert. Damit sollte ich jetzt aufpassen, dass ich nicht nochmal sterbe. So, zack. Lol, es hat einfach geklappt. Konfetti, lol. Ansonsten noch Shade runter. Also ich will von dieser Axt wirklich alles runterpacken. Außer Thief. Und Unbreaking lasse ich auch mal drauf. Genau, jetzt ist es eigentlich schon fertig. Das heißt, also fertig zum im Sinne von, dass das hier drauf kann. Verdammt, ich habe gerade Konfetti 5 genommen. RIP. Ja, ich bin intelligent. Konfetti 5, weg. So kann man natürlich auch Bücher loswerden, wenn man zu viele hat. So, Konfetti 5, Disenchant, ne? Ach so, Leute, das war natürlich so geplant. Ich habe extra gewartet, bis ich Level 3, habe extra das nochmal draufgepackt, damit ich es disenchanten kann, um jetzt Level 30 zu sein, damit irgendwas Cooles in meiner Dropzone ist. Und es ist ein 3-Stunden Orb of Fly. Yay. Ich habe zum Glück nicht genug Orb of Flies. Aber gut, ich glaube, das kann ich ganz gut verwenden, wenn ich bald meine Insel neu bauen werde. Denn ich weiß jetzt, wie das mit dem Blackshore Rank funktioniert. Das haben mir sehr viele gesagt, haben mir dabei geholfen. Finde ich sehr nice. Und ich denke mal, ich werde mich bei denen, die mir da helfen konnten, auch bedanken, sobald ich diesen Rang habe. So, jetzt gucke ich nochmal, habe ich hier irgendwo noch Konfetti, was höheres Konfetti ist als 5? Offensichtlich nicht. Hier vielleicht? Ne, dann muss ich das jetzt upgraden. Okay, RIP, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe einfach nur noch Pech, also ich habe jetzt Konfetti gemacht, upgegradet. Hier abgegradet, alles successful und dann von 9 auf 10 einfach RIP. Ich habe zum Glück nicht schon wieder die Hälfte meines ganzen Dusts geused, also hier auf der Axt ist jetzt Gelotine, Lumberjack, Thief und so weiter, aber sie ist noch nicht fertig. Aber naja, ich habe jetzt einfach gerade keinen Bock mehr was zu machen,
weil ich einfach komplett nur noch Pech habe. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.